Das hier ist etwas, was ich von The Sojourn Liam abgekauft habe. Eine Hornby LNR J15. So, ja, Liam kennen manche vielleicht von seinem YouTube-Kanal, manche kennen ihn vielleicht auch als die Stimme von Sir Damien Doily in Mea. So wie ich das verstanden habe, hat diese J15 ursprünglich The German Flow gehört, dann hat Liam sie eine Weile gehabt und dann versucht sie loszuwerden, hat es nicht wirklich geschafft, bis ich sie ihm dann eben abgekauft habe. Insofern modifiziert, dass Nummer und BR-Logo weg sind und Mannschaft im Führerstand sitzt. Da ist sie auf den Schienen und sie fährt. Oh. Ist definitiv so ein Schwungrad im Motor. Ich weiß nicht, habe ich schon einen Lok mit Schwungrad? Weil die nicht so abrupt anfährt und bremst. Moment. Stromschalter. Oh nein. Nichts passiert, Moment. Ich werde diesen Schalter, den Stromschalter einfach umlegen, abrupt, um zu demonstrieren, was ich meine. Sie hält nicht sofort an, sie fährt langsam runter, das wegen des Schwungrads. Flywheel, so heißt das auf Deutsch, right? Ich habe sie halt genommen, weil, warum nicht? Ist ganz hübsch. Ich habe auch nichts Großes mit der in Mea vor. Technisch gesehen gab es eine J15 in Thomas, beziehungsweise halt der Railway Series, nämlich 1020 in Toby Seaside Holiday. Also ja, vielleicht mache ich 1020 draus, gebe ihr einen Namen, wer weiß. Ich meine, das trifft sich insofern auch ganz gut, dass ich gerade für die nächsten Episoden die Sodor-Szenen abgedreht habe und als nächstes dann eben Festland-Szenen kommen und da werde ich die bestimmt irgendwo in den Hintergrund tun können. Jetzt will ich nochmal die Mannschaft zeigen, die er reingesetzt hat. Schön leichter Tender, der sich nicht so leicht von der Lok entfernen lässt, ist verkabelt mit der. Schöne Figuren, inklusive dem Heizer, die es in Mea nicht wirklich gibt. Die fährt wirklich schön. Eine Verabschiedung wird nicht wirklich nötig sein, da ich im Dezember auf jeden Fall noch Sachen bekommen werde. Ja, Merry Crisis and all. Fangen wir mal an, ne? Als erstes mal eine Hornby-Sache. Jetzt habe ich auch einen Hornby-Ban. Anders als bei Bachmann sind die Hornby-Versionen von Will und Ben ziemlich identisch. Ja, von Ben habe ich die Verpackung, für Bill noch nicht. Ja, als nächstes Bachmann Branchline-Modell und zwar. Ja, ein Warship, aka Class 4E2. Ja, was kann ich dazu sagen? Diesel 10 Custom in Planung würde ich jetzt nicht so direkt sagen, aber naja, ich habe halt manchmal die Idee und ja, jetzt, wenn ich nochmal die Idee habe, dann bin ich einen Schritt näher, sie umzusetzen. Das Ding ist, in der letzten Ärgerfolge, da gab es eine Szene, wo Taylor ein Diesel entgegenkommt. Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, dass das diese Klasse 42 sein wird, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich weder die Lokomotive noch hatte ich die Garantie, dass ich sie überhaupt bekommen würde. Von daher habe ich einfach Bears Modell benutzt. Ich kann nicht glauben, dass diese kleine doofe Szene noch so viel mehr Lore hat, zu der ich noch kommen werde, aber jetzt noch nicht. Das Ding ist ziemlich schwer. Sitzt sogar eine Mannschaft drin. Noch ein paar Tüten mit extra Details. Ja, und hier halt noch ein Zugset von Pico. Ein älteres, wie es aussieht. Man sieht wahrscheinlich schon, dass das hier deutsche Sachen sind. Trifft sich perfekt, weil die nächsten Szenen, die ich filme, spielen in Deutschland. Ich habe die schon mal alle rausgeholt, deshalb ja, bin ich jetzt nicht so überrascht. Und weiß auch, dass hier die Achse gebrochen ist. Beziehungsweise das komplette Drehgestell irgendwie auseinandergebrochen ist. Werde ich schon noch irgendwie fixen und wenn nicht, dann bewege ich den Wagen halt nicht. Yep, ach, großartig. Ein weiterer gedeckter Güterwagen mit Türen, die sich öffnen lassen. Ein kleiner offener Güterwagen, der ein ganz schönes Gewicht hat für diese Größe. Hier ein langer Flachwagen. Dazu auch ein paar Container. Mittig bekommt man den leider nicht. Ja, und ja, zum Highlight dieses Sets, der Grund, warum ich es wollte. Ja, ich habe mich letztens so ein bisschen in die Ludmilla verliebt und ja, jetzt habe ich auch so einen Russen-Diesel. Puffer lassen sich nicht drücken, die sind nur sehr flimsy. Ja, ich
Hab die Dinger schon ein paar Mal in echt gesehen, unter anderem wie die eingefeuert wurden. Da kommt Rauch raus aus den Dingern. Ich bin nicht sicher, ob ich daraus wirklich einen Charakter mache, aber so für Hintergrundszenen vielleicht. Jetzt lasse ich alle nochmal zum ersten Mal ein bisschen sich bewegen. Laut, aber läuft. Ja. Ziemlich smooth. Red Band funktioniert. Warship. Server. Steht ein bisschen schief, kann das sein? Klingt nicht so gesund. Das ist nicht richtig drauf, irgendwie. Also die Räder sind schon auf den Schienen. Das Modell ist halt sehr schwer, also ich würde vermuten, dass damit zu tun hat, dass der Motor Schwierigkeiten hat, das alles in Bewegung zu bringen, weil es eben so schwer ist. Noch ein bisschen einfahren, könnte das besser laufen. Wird jetzt schon ein bisschen besser, also ja, ich mache mir jetzt keine so großen Sorgen. Und der Russendiesel. Mit Beleuchtung, damit habe ich jetzt nicht mal gerechnet. Und ab. Ich habe wirklich nicht gewusst, dass der leuchtet. Hier. Ja, sorry fürs abrupte Anfahren. Noch ein bisschen mehr Power, um anzufahren, aber dann kann man sie wieder runternehmen, um langsamer zu fahren. Ja, ist auch ein bisschen laut, was aber ziemlich akkurat ist. Wie war das? Stärkste einmotorige Diesellok der Welt oder so? Jetzt lasse ich Ihnen nochmal die deutschen Wagen ziehen. Außerdem hier, der ist gerade komplett auseinandergefallen. Hübsch. Ich hatte auch wieder diesen Minis Adventskalender und den kann ich auch noch mal schnell durchgehen. Also in der Reihenfolge: Classic Thomas, Classic Flying Scotsman, Rentier Ben, Ice Core Gordon, Glocken James, Classic Percy, Zuckerstangen Tobi, Classic Meef, Schlittschuh Stanley, Classic Steven, Eisburg Gator, Plätzchen Emily, Weihnachtspost Percy, Paket Charlie, Dragosso Diesel, Classic Salty, Plätzchen Güterwagen, Lichterketten Nia, irgendeine blaue Emily oder vielleicht auch Rajiv, ich habe echt keine Ahnung. Dragosso Gordon, Elfen Scruff, Weihnachts Rebecca, Weihnachtsmann Thomas und Weihnachts Diesel. Das fünfte Jahr hintereinander. Man. Why am I so stupid? Cut that out.